Wo kam ich her? Ich glaube hier, ne? Ein Gitter am Weg. Moment, da war ich aber vorher. Das heißt, da ist jetzt ein Gitter im Weg, wo ich vorher gewesen bin. Okay. Bin ja so ein bisschen eingesperrt. Toll. Und wenn ich raten müsste, würde ich sagen, hier war vorher auch ein Gitter, das jetzt offen ist. Oh Gott, nein. Quizfrage. Wer macht die Geräusche? Borsti oder Wassermonster? Ah, Moment mal. Das Wasser ist ein Tick niedriger, oder? Ich glaube, vorher konnte man diese beiden Dreckinseln dann nicht zu Gesicht bekommen. Ja, macht das jetzt so einen großen Unterschied, ist auch die Frage. Lecker. Weil diese Tür hier ist immer noch nicht offen. Da drüben. Ich bin leicht verwirrt, Leute, ich gebe es ehrlich zu. Ich bin gerade ein wenig. Wo zum Teufel soll ich hin, Stimmung? Das ist Tor 1. Okay, das heißt, hier war ich wahrscheinlich noch nicht. Sehr motivierend. Sehr gut. Das ist echt sehr gut, dass ich hier noch nicht war. Das kann nur bedeuten, dass hier Dinge sind, die ich nicht kenne. Scheißvieh. Verpiss dich! Boah! Das Blöde ist, wenn man versucht, auf Borsti zu achten, ob das irgendwo vor einem passiert, und das kommt hinter einem, dieses Geräusch. Blöde. Fick dich. Fick dich, Wassermonster. Ich brauche einen Namen für dich. Ich nenne dich Gülle. Bist ein verfickter Haufen Gülle da unten drin. Darauf wette ich doch. Nö, ich gehe da nicht rüber. Nein. Da gehe ich wohl auch nicht durch. Vergiss es, niemand dieses Klappern bringt mich dazu, darüber zu gehen. Das ist doch sicherlich eine Todesfalle. Oh je. Eine Todesfalle links, eine Todesfalle rechts und zwei Todesfallen fallen lassen. Oh toll. Moment, hier bin ich doch runtergefallen, oder? Ja, ich bin dann wieder am Anfang. Hey, bin ich dämlich. Oh, Leute. Tut mir ehrlich leid. Aber es ist jetzt gerade wirklich nur die Anspannung, die mich leicht verwirrt. Ich weiß, ich bin hier gewesen, aber mein Gedächtnis orientiert sich gerade in vorsichtiger Umgebung und nicht an Orientierung. Das heißt, ich habe jetzt schon wenig Ahnung, wo ich eigentlich wieder hin soll. Moment, die Tür da drüben könnte jetzt offen sein, ne? Der war doch vorher zu, glaube ich. Gehen wir da mal fix hin. Ich meine, vorher kam ich da nicht durch, oder? Ja. Sieht offener aus als vorher anscheinend. Ja. Gülle, halt die Klappe. Kann man da lang? Moment, nein, böse Brücke. Denk nicht drüber nach. Nein, nein. Boah, ist das dunkel. Was macht das Ding denn hier? But we can save them.
We can set them free. We can replace a rotten old world with a clean new one. Mr. Landis, you sound every bit the fanatic. Well, how can I be otherwise, Professor? How can any man of ethics simply stand by and watch this world drown in its own excrement? And your engineer, this visionary with whom you have embarked upon this course, does he share your views? Indeed he does. Indeed he does. The poor fellow has seen it all before. Now, this is not the first great civilization he has wept for. And so you set about things immediately upon your return. Naturally, naturally. These things cannot be left to rot upon the tree. And sponsors were remarkably easy to find. I tell you, Professor, a trail of greed brings rich men to your door like pigs to truffles. Okay. Wir waren wohl ein wenig besessen. Na, nicht besessen im Sinne von der dämonischer Dämon hat uns besessen, sondern von dem Vorhaben, was Mandus vorhatte. Aber kann es sein, dass da gerade in der in dem Untertitel, der da stand, ich glaube beim zweiten oder dritten Mal so ein kleiner Übersetzungsfehler drin war? Oder dass da teilweise Sachen sehr komisch ausgedrückt wurden? Ich bin mir da gerade ehrlich gesagt nicht sehr sicher. Ja toll, muss ich jetzt wirklich darüber laufen? Ich sehe es kommen, ich werde darauf gehen. Das blöde Vieh ist doch da unten und wartet nur darauf, dass ich über eine dieser Brücken drüber gehe. Ich werde es mit Sprung machen, Leute. Traue niemals einer Brücke. Sie haben keine Gefühle und wenn sie reden könnten, würden sie sich lügen, dass sie Balken biegen. Boah, ey. Ich glaube, ich bin heute absolut nicht in Gruselstimmung. Da ist was. Lass mich mal kurz horchen. Ich habe das Gefühl, Boas, die bewegt sich schon wieder nicht. Man kann nämlich keine Schritte hören. Aber er ist sehr nah. Übrigens so eine kleine Sache wieder am Rande, die mich stört wegen Kritik. Wenn ich hier gegen die Mauer gehe, dann will Mandus auf einmal gegen die Mauer nach oben fliegen. Und das finde ich irgendwie ziemlich irritierend, weil es sieht jedes Mal so aus, als ob ich aufstehen würde, wenn ich gegen die Mauer laufe. Das ist... Es lenkt ab, sagen wir es mal so. Das finde ich nicht optimal gelöst. Dann könnte auch einfach so designen, dass die Mauer schief aussieht, aber trotzdem gerade ist für den Spielcharakter von Mandus. Borsti? Menno! Das steht da in aller Ruhe und wartet darauf, dass ich einen Fehler mache. Ich sehe es kommen. Fuck. Ich will eine Quick-Save-Taste. Ich spiele zu viel Dragon Age Origins und Planescape und sonst welche Sachen. Bist du weg? Bitte sag mal, du bist weg, Borsti.
Ich muss nach meinen Ohren gehen, ich habe keine Wahl. Ja, hier ist wieder so ein Gitter. Und da war eine Seite im Regal, glaube ich. Ziemlich gut versteckt, ehrlich gesagt. Es irritiert mich, dass die Borsti jetzt auf einmal hinter diesen zwei Gittern verstecken. Dass Borsti einen nicht erreichen kann. Ist das, das trügerische Sicherheit? Oder kann er dann nachher die Dinge einfach verbiegen und... Die Gedanken, die Gedanken. Ja. 17. Februar 1899. Und ich sagte, schaut, meine Lieblinge, könnt ihr sie sehen? Und sie sagten, ja, Papa, ja, wir sehen sie. Eine hohe, verwitterte Spitze einer steilwandigen Pyramide, ganz ähnlich den in Ägypten. Steine platzten vom Gipfel ab. Kanken? Soll das nicht Kanten heißen? Ne, Ranken. Ah, das soll ein R sein. Manchmal kann man schlecht lesen. Ranken verflechten sich mit den Stuckschlangen, die auf den Stufen gedeihen. Eine spürbare Stille, ein Gewicht des Vergessens. Und hier hat der König gesessen. Und hier haben die Priester gelebt. Dieses Haus hier, dies ist das Haus der Toten. Und wir, wo die Sonne scheint, hierhin warfen sie die Herzen, die nicht verbraucht wurden. Verbraucht wofür? Nein, mein Liebling, wilde waren sie auf keinen Fall. Wisst ihr, sie glaubten daran, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fallen könnte. Und sie glaubten absolut daran, dass Blutopfer der einzige Weg waren, dies zu verhindern. Vielleicht, meine Lieblinge, vielleicht lagen sie völlig falsch. Oder vielleicht war ihre Tragödie, dass sie nicht genügend Blut vergießen konnten, um das Herabfallen des Himmels zu verhindern. Möglicherweise. Das kann man so und so sehen. Okay, das ist definitiv Raum Nummer 2 mit Ventil Nummer 2. Okay. Ich weiß nicht, dieses... Das Spiel verwirrt mich gerade. Nicht wegen der Orientierung, sondern wegen dem, was gerade passiert. In allen vorigen Bereichen musste ich mich an Monstern vorbeischleichen. Musste ich ver... Okay. Ah, jetzt kann ich da durch. Tagebuch aktiviert. Musste ich an Sachen vorbeischleichen. Ich musste versuchen, im Schatten zu bleiben. Und jetzt auf einmal habe ich eine Stelle mit Wasser, was wahrscheinlich mich töten wird, wenn ich einmal reinlaufe. Wobei ich dieses Wasser bisher nie betreten konnte. Es sei denn, die Brücken wären zusammengebrochen. Dann vielleicht. Aber ansonsten gab es irgendwo so einen Abschnitt, wo das Geländer fehlte, wo ich hätte reinspringen können. Es sei denn, ich wäre wirklich über das Geländer drüber gesprungen. Und wer macht das schon? Und Borsti steht hinter zwei Gitterwänden und verschwindet einfach. Ich meine, wäre der Effekt nicht irgendwie größer gewesen, hätten sie Borsti dahinter gestellt, es hätte auf einmal aufgehört so zu atmen, so einfach nur so ganz leise, dass du es noch hörst und du gehst hin, um eine Tagebuchseite einzusammeln und auf einmal... Ich meine nur, das Spiel verwirrt mich gerade und das macht mir am meisten Angst irgendwie. Oder zumindest macht es mir unterbewusst Angst. Unsicherheit würde ich es nennen. Mendes Nach sind flutlich. Soll das irgendwie poetisch sein? Das war's. Jetzt kann ich diese seltsame Dekontaminationskammer wieder betreten und meinen Weg fortsetzen. Das Wasser wird zurückgedrängt und der Weg zur Bilge ist zur Bilge freigemacht. Dort kann ich den Rest dieses schmutzigen Stroms zurück in die Themse leiten, wo er hingehört. Entschuldigt. Und mir so den Weg ins Zentrum der Maschine ebnen.
Ja, wenn man der Karte glauben darf, die wir eben in dem ersten Ventilraum gesehen haben, dann ist das ja das vorletzte Areal des Spiels. Danach kam nur noch darunter ein Raum. Ist das Spiel jetzt so kurz? Bin ich schon so weit? Oder hoffe ich gerade einfach nur, dass es bald vorbei ist? Ich weiß nicht, was davon richtig ist. Warte mal, hier konnte ich noch nicht lang, ne? Die Tür war vorher zu. Hörst du auf, Gülle? Gülle, hör auf. Da ist ein neues Geräusch. Scheiße. Neue Geräusche sind nichts Gutes. Hört ihr das, dieses Tipseln? Geh auf, geh schneller auf, ich will da rein. Dieser Anblick hier ist mir immer noch lieber als der da draußen. Boah, Leute, nee, geh zu. Scheiße, wie ging das Ding nochmal zu? Ach, da. Gut. Glück gehabt. Okay. Jetzt fühle ich mich halbwegs sicher. Schön Dusche. Wie geht es nochmal? Achso, ja genau, den Hebel wieder umlegen. Nein, zum Teufel, ich will's nicht wissen. Leute, ich mache hier Schluss, ist mir scheißegal, ob ich heute noch mehr Angsthase bin als sonst. Aber dieses Getippel, das macht mich nervös. Ich stelle mir gerade irgendeinen Monster aus. Was heißt es hier aus? Ach, deswegen meine Kerze geht hier auch gerade aus. Entschuldigt, so. Ich bin hier hinten. Entschuldigt, so. Nein, machen wir es lieber anders. Machen wir so. So. Ich weiß nicht, was ich mir gerade vorstelle. Ich glaube, irgendein Monster aus. Ach, nicht Downfall, nicht Dead Space. Nein, wie hieß es nochmal aus Silent Hill. So ein Vieh mit Klingenarmen, was da durch die Gegend läuft. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass eben noch in dem Tagebucheintrag stand auf der Dokumentenseite von wegen irgendwelche Viecher, die unsichtbar werden und dann wieder sichtbar werden und dass sie völlig wahnsinnig dadurch geworden sind, dann macht's das nicht besser. Scheißen Dreck, nein! Wir sind's beim nächsten Mal wieder, wenn's wieder heißt Let's Play Amnesia, Machine for Pigs, wenn wir hoffen. Ich sag's jedes Mal und nie klappt es. Wenn ich eine Geburtstagsfeier wahrscheinlich mit diesen Mistviechern feiere. Bis dahin, tschüss.